Liebe Genossinnen und Genossen, Sven hat vorhin das Thema zumindest schon angerissen. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Wir haben auf dem letzten Landesparteitag nach sehr intensiver Debatte und auch nach meines Erachtens nach sehr guten Verhandlungen auch im Vorfeld einen Antrag beschlossen, der sich um die Aufklärung zum nationalsozialistischen Untergrund bemüht. Ja, das heißt, die Frage, inwiefern und wie die Brandenburger Sicherheitsbehörden auch Teil des Problems rund um das Terrortrio, der Anfang 2000er und Ende 90er war. So, dieser Beschluss, der war meines Erachtens nach sehr ausgewogen und sehr gut. Der hatte eine Handlungsempfehlung in Richtung Landesregierung, Landtagsfraktionen mit der SPD in Verhandlungen zu treten, um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss vorzubereiten, obwohl wir gleichzeitig wussten, dass die Sozialdemokraten dem Ganzen nicht sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. So, wir haben in den Antrag eine Rückfalllinie eingebaut, für den Fall, dass es nicht dazu kommt, dass es eine Art Aufarbeitungskommission geben soll und das Ganze gleichzeitig verbunden ist mit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. So, jetzt ist ein halbes Jahr ins Land gegangen, im Rechenschaftsbericht des Landesvorstands ist zu dem Thema auch geschrieben worden. Was ich positiv anmerken muss, ist, dass die Frage dieser wissenschaftlichen Bearbeitung durch das Moses-Mendelssohn-Zentrum jetzt, ich sag mal, erste Wege geht, ja, dass einen Beitrag auch im Nachtragshaushalt dazu schon verankert wurde. Die Konzeptionalisierung muss noch umgesetzt werden, aber wir müssen auch, glaube ich, mit uns und auch gegenüber den Sozialdemokraten nochmal ins Gericht gehen, inwiefern nicht nur dieser zweite Teil der wissenschaftlichen Aufarbeitung, sondern auch die parlamentarische Aufarbeitung nochmal zur Debatte wird. Denn der Auftrag, den der Landesparteitag damals unseren Regierungsvertretern auch erteilt hat, ist meines Erachtens nach so noch nicht ganz erfüllt. Denn soweit mir bekannt, gab es halt Gespräche auch mit der SPD, die aber nicht, ich sage mal, in einer öffentlichen Stellungnahme der Sozialdemokraten gemündet sind. Ja? Wir haben keine Positionierung zu einem Thema, zu dem andere Landesstrukturen und auch die Bundesstruktur der SPD Klarstellung bezieht. Das würde ich mir zumindest irgendwie in den Diskurs noch wünschen, weil die wissenschaftliche Aufarbeitung durch das Moses-Mendelssohn-Zentrum ist in ihrer Art und Weise von vornherein nicht so stark wie eine parlamentarische. Die Akteneinsichtsrechte könnte man zum Großteil noch gewähren. Die Frage der Personen- und der Zeugenbefragung kann in der Form nicht geleistet werden, wie das auf parlamentarischer Ebene passiert. Ein dritter Teil, den wir in diesem Antrag drin hatten, war auch die Unterstützung des NSU-Prozesses in München am Oberlandesgericht und auch der Arbeit des Untersuchungsausschusses des Bundes. Wir haben dort bekräftigt, dass wir das tun und auch im Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes ist es drin. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ja, dass aufgrund von Amtshilfe dort auch zugearbeitet wird. Jetzt hatten wir in der letzten Woche wieder dieselbe Poste, die wir vor einem halben Jahr schon hatten, mit einem V-Mann-Führer aus Brandenburg, der aufgetreten ist wie John Wayne beim Oberlandesgericht und einen Mist da verzapft hat. Ja, also da würde ich auch nochmal darum bitten, dass dort nochmal genau auch mit dem Innenminister ins Gericht gegangen wird, mit ihm gesprochen wird, wie sowas zum dritten Mal in Zukunft verhindert werden kann, damit, also ich, andersrum, wir machen uns ja als Teil der Regierung in dem Punkt auch, werden angreifbar. Ja, und diese Angreifbarkeit in der Aufklärung, die wird auch von anderen Teilen oder von Teilen der Opposition im Land langsam auch aufgegriffen. So, und wenn wir dort nicht klar Kante zeigen, dann bilden wir Fronten, die wir uns eigentlich nicht leisten müssten, weil unsere eigene Aufklärungswille und unsere Programmatik das eigentlich nicht zulassen müssten. Deswegen ein Appell, bleibt an diesem Antrag dran. Das mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung finde ich sehr gut. Das muss ausfinanziert sein, das muss langfristig tragen. Aber die parlamentarische Aufarbeitung ist trotzdem weiter notwendig. Dankeschön.